So, hallo und willkommen zurück zu Spiel Spaß und Spannung auf Korriban. Wir haben vom Aaron alias Thanatos jetzt die Quest soweit durch. Und ja, jetzt geht's mit meiner weiter. Das, weswegen ihr eigentlich guckt, hoffe ich. Oder wegen dem blöden Gelaber, das wird natürlich auch weitergehen. Damit haben wir jetzt eigentlich nicht gerechnet, Mal damit nicht auf. aufzuhören. Da müssen wir ja vorsichtig sein, was wir sagen, wenn wir damit aufhören wollen. Da müssen wir so viel nachdenken. Alles wird nichts. Ich glaube nie. So nennt man sich Zorndorn. Das sind gar nicht unsere. Wollte ich schon wieder angreifen. Nee, Lass ich mal lieber. aber wieso nennt man sich Zorndorn? Auch nicht? Nur Grund. Egal. Auf geht's, ab geht's. Da Shortcomer. Willst du looten gehen? Der hatte Loot dabei. Oh mein Gott. Ja, gut. Klappt das nochmal? Komm mal her, komm mal her, na komm, na komm. Ach, fuck. Der ist selber runtergesprungen, da war ich jetzt komplett unschuldig. ich kann den irgendwie nicht looten. Okay, also liegt der auch schon unten. Gut, hätten wir das so geklärt. Aber komm, der ist an der Ecke aufgeprallt und danach erst runtergefallen, da bin ich unschuldig. Ey, das gibt's doch nicht, ich mach ein Pferd und du vier. Ja, streng dich mal an. Hey, du hast einfach noch keine AE, das kommt halt noch. Schocktherapie. Müssten die sich nicht eigentlich aufladen, wenn ich die schocke? Ich finde das so cool, wie sie, wenn du die schlägst, immer noch so ein von sich geben. Du willst den ja auch mit dem Kopf einrennen, sieht das manchmal so aus. Mal schön Kopfstoß geben, du bist nicht Zinedine Zidane. Jetzt willst du auf Krampf Oma ein paar killen, oder? Ich hab's irgendwie geschafft, jetzt ist mein Angriffskill wieder der Sprung, womit ich gut leben Ah, kann. gut, okay, super. Hat's ja was gebracht. So, jetzt muss ich hier die Stäbe einführen. Der Gedanke macht das Wort zur Sau. So, und jetzt Schocktherapie. Das ist auch cool, wie sie es gesagt hat. Dann musst du sie elektrisieren. What? Ein paar Batterien hinten reinschieben. Nein, nein, nein. Ey, ich muss die elektrisieren, nicht die mich. Oder die Waldfee. Ja, das hatte doch Style. Naja, das hatte was. Jetzt glühen die Augen nicht mehr. Schade. Sieht irgendwie stylisch aus. So, warte mal. Bevor es hier weitergeht, muss ich mal kurz das. Es ist immer so schlimm, wie mich hier diese ganzen Leisten links und rechts so krass einengen. Interface-Menü. Hast du jetzt ein schickes Thumbnail? Nee, ich muss hier einfach mal ein paar Schnellleisten verstecken. Das, so ging das nicht. Ich kann doch hier eigentlich. Interface ist schon richtig. Schnellleiste 6, genau. Deaktivieren. Schnellleiste 5. Deaktiviert. Speichern. Ah, besser. So, jetzt kommen wir. Iblises Amins Weihheitsfuls. Gawendida Sieg from Tauhans.
Taukida, Mela Sui Sama, Ward Sign In, Merem Nai, Saiga Trauer Digdal, Tagasar Jais, and Barks, Prize Warp Tyren, Swase Ik Bus, Karadida. Hast du in dem ersten Abschnitt was von dem Haha mitgekriegt? Nee, irgendwie nicht. Widerstand ist dumm und fehl am Platz. Aber Barn haben's, glaub Bena, nie in Use Quai, Use Terrens Apipau. Was Jabe, wise Jabe, Prophetis, Wisans Jaggara Haitain. Ich bedauere euch, das beibringen zu müssen, aber Tulag Hort ist tot. Iblises Amins Weihais Fools, Gawendida Sieg Fram Tauhans. Jetzt komm. Aprogatua, Ina in Lausolam, Ja Gassatida du ima. Twade in Warpai an Parlaikain. Also wenn wir Meister tauschen, dann bitte auch Begleiter. Deiner will dich wenigstens nicht auffressen. Was hältst du davon? Deal? Ja, den würde ich dann eher schocken. Wie auch Panay, Name in Maidens. Ipsik er bei Kudana, Jaus er bei Rojandan, in Bise Wistai. In Bisose Waitai Spila Pressen Kretai. In Pise Ewanata, Atragata Injais. Das bin ich sehr wohl. Gewöhnt euch daran. Sisunja, Dargiskolan. Ich bin jetzt also der Winzling. Herzlichen Glückwunsch. Ich schalte meinen mal auf Damage, wa? Wenn deiner heilt. Ja, können wir machen. Bei meiner hat so ein krasses Schwert. Wo zieht er das raus, bitteschön? Komm, zieh dein Schwert. Ich will es jetzt wissen, zieh dein Schwert. Ich sehe es nicht. Nee, eigentlich will ich es auch gar nicht wissen. Gibt nicht viele Optionen. Wir werden es ja gleich mal merken. Hier werden ja bestimmt gleich ein paar Gegner kommen. Ach nee, hier ist erstmal eine Trümmerwand. Aha. Dafür braucht man das Short. Wieder was gelernt. Mal gucken, was sich jetzt hinsteckt. So, jetzt bin ich angespannt. Ja. Ah ja. Ja, er hat's aus seinem Lendenschurz gezogen, also. Kannst du hier looten? Hier ist bei mir der Strahl, aber ich hab nichts. Bei mir ist kein Strahl. Ich kann auch nichts looten. Ja, okay, hier ist ein Strahl, aber nichts zum Looten. Meine Taschenlampe liegen gelassen. Haha, komm vor. Guck dir diese Statue an und komme zu der Feststellung, Tulag Hort war ein Chinese. Naja, guck dir das doch mal an! Den Typ mit seinen Schlitzaugen hier. Warte, warte, mal mit eigenen Augen sehen. Ja. Oh, wieder ein Rätsel gelöst. Na gut, wir haben dicke Sif, da kommen wir auch asiatische Sif haben. Das passt alles. Ja, stimmt, das geht alles. Manchmal, wenn die dann sagen, die Macht dient mir, da denke ich dann immer Catering Service oder was. Töte den was? Terentatec-Vertrimmer. Ach du Scheiße. Wer denkt sich diese Namen aus? Stufe 13. Yay. Kann ich mir ein Stück von dem abschneiden? Der schmeckt doch nicht. Der ist so zäh. Nee, lass mal. Hat einen geilen Arsch. So, eine Karte. Welch Wunder. Nagasados alte Karte. Gibt es Nagasados neue Karte?
Fragen über Fragen. So, und nu? Den ganzen Weg wieder zurücklatschen, oder was? No. Ja. Meine Fresse. Gibt's jetzt mehr Ausgänge? Kellerkammer und Ausgang. Naja. Einer kommt nicht hinterher und dann rennt voran. Ist ja auch interessant. Das hat was, ne? Ach, die kommt schon noch. So, letzte Möglichkeit, hier unten zu looten. Ich biete dir an. Kannst gehen. Ich warte auf dich oben. Du wirst lachen, aber auf der richtigen Map ist. Ach nee, doch nicht. Das sah nur so aus. Ich würde schon sagen, der Weg da unten ist eingezeichnet, aber. Nee, bist schon richtig. Ja, wir laufen, laufen, laufen und wir laufen, laufen, laufen. Dum, 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 dum. Gibt es hier keine Schnellreisemöglichkeit? So, jetzt gibt's die. Jetzt ist die Karte aktiv. Surfakademie. Auf nach Hause. Da ist übrigens Sanitätsdruide gewesen, mit dem man hätte verkaufen können. Na, nehmen wir den, der hier steht. Ich verkaufe dann oben auf dem Schiff. Das mache ich jetzt später. Ja. Ja. Da kann ich noch ein paar Sachen wieder ins Inventar tun. Was stimmt eigentlich? Na komm. So rennt der voraus. Der weiß doch gar nicht, wo ich hin will. Das ist gar nicht meiner. Der rennt gerade fünfter Short rum. Ich bin verwirrt. Ah, das hier ist meiner. Das war gar nicht meiner, der vorausrannte. So, auf zu Lord Sesh. Also, dann, dass wir beide hoch müssen? Nee, ich muss runter. Hier da hinten, sorry. Ich muss nochmal zum Aufseher. Ich hoffe, ich kann ihm endlich den Scheißkopf abreißen. Einen gestauten Hass. Guck mal, der Föhn ist da. Wenn ich es euch doch sage, Aufseher, es ist unmöglich. Ich war in dem Grab und habe den Dashort auf der anderen Seite der Kluft gesehen. Aber ich konnte nicht zu ihm. Aber die Karte, so ein die Weichheit. Karte, Lord Sesh ist unnachgiebig. Ohne die Karte nimmt sie dich nicht zum Schüler. Ich sage euch, Lord Sesh will das Unmögliche. Niemand bekommt diese Karte. Ihr meint niemand außer mir. Die Karte. Und der Short schafft sofort dieses Monster raus und gib mir die Karte. Nein, das glaube ich einfach nicht. Unwürdiger Abschaum, ihr habt betrogen. Wie habt ihr das geschafft? Wie habt ihr das Monster freigelassen? Ja, ich habe meine Engelsflügel ausgepackt. Genau. Und ich bin hungrig. Ihr müsst ganz einfach betrogen haben. Dafür werdet ihr zahlen. Fawn, Geduld. Du wirst diese Made noch früh genug beseitigen. Aber zuerst bringst du Lord Sesh diese Karte. Fresst sie beide, Cam. Halte deinen Schoßhund noch einen Moment zurück, Akolyt. Ich möchte mit Fawn reden. Lord Sesh. Ja, Fawn. Also. Wo ist meine Karte? Hier, Lord Sesh. Gleich hier. Du hast sie für mich gefunden, Fawn? Wie wundervoll. Das bedeutet Tod. Ruhe. Fawn wird mir erzählen, was passiert ist, oder, Fawn? Du würdest es doch nicht wagen, mich anzulügen. Und Fawn, es wäre eine Schande, wenn ich feststellen müsste, dass du gelogen hast. Ich frage dich zum letzten Mal. Hast du diese Karte in Nagasados Grab gefunden? Ich? Nein, das habe ich nicht. Es tut mir leid. Harkun, ihr seid ein Narr. In jeder anderen Gruppe eines jeden anderen Sith Lords hätte dieser junge Mann alle anderen Akolyten in Stücke gerissen. Was wolltet ihr beweisen? Dass ihr mich überlisten könntet? Dass ihr besser wüsstet, wen ich als Schüler haben will? Ihr Narr!
Ja, hat ja lange genug gedauert. So viel zu eurem Schoßtier, Harkun. Beseitigt dieses Chaos. Schüler, such mich in meinen Gemächern oben auf. Wie befohlen. Wir sind noch nicht fertig miteinander. Ohne die Hilfe von Lord Zesh bist du ein Nichts. Ich habe Freunde, die dich jagen werden, wohin du auch gehst. Kann der einfach mal seine Fresse halten? Los, jetzt ab in dem Kopf von dem Typen. Ich habe zweimal Rot. Welches Rot nehme ich? Kommt drüber weg oder redet so viel ihr wollt. Ziemlich große Worte für einen Wurm. Richtige Wahl. Aus meinen Augen. Deine neue Meisterin erwartet dich oben. Wieso, oh, schade. Wieso lebt er noch? Okay, ja. Liebe Kinder, das habt ihr jetzt nicht gehört natürlich, ne? So. Ah, hast du gehört, sie erwartet mich in ihren Gemächern. Wie war das gerade? War schon ein bisschen älter, hä? Ja. Und? Körper passt doch. Springen Leute von oben nach unten und von links nach rechts, das ist ja der Wahnsinn. So, erst zu dir oder erst zu mir? Na komm, wir wollen jetzt in die Gemächer. Erstmal zu dir. Ah, okay, erstmal in die Gemächer. Man soll ja Damen nicht warten lassen, ne? Eben. Die hat rote Wandlampen. Ah, mein wunderbarer neuer Schüler. Man muss dir wohl gratulieren. Danke, dass ich die Gelegenheit bekomme. Du hast sie dir verdient. Also, ich war gerade dabei, mir diese erstaunliche Karte anzusehen, die du hergebracht hast. Wir haben eine Menge Arbeit vor uns. Ich gehe Schrecken verbreiten. Geduld. Wir müssen taktvoll vorgehen. Alles zu seiner Zeit. Triff mich auf Drum und Kars. Dort können wir reden. Drum und Kars, verstanden. Wir treffen uns in meinen Gemächern in der Zitadelle von Kars City. Dort können wir offener über die Arbeit reden, die vor uns liegt, ohne befürchten zu müssen, dass man uns belauscht. Dies war mein Lichtschwert, als ich selbst Schülerin war. Ich will, dass du es nimmst. Oh. Tut dir nicht weh. Ich werde damit überall Schrecken verbreiten. Der hat's irgendwie mit Schrecken verbreiten, oder? Daran habe ich keinen Zweifel. Also, nicht vergessen. Meine Gemächer, die Zitadelle, Drom und Kars. Wir müssen uns so bald wie möglich an die Arbeit machen. Die hat's aber eilig, mich zu sich einzuladen. Ja. Und noch eine Drogerie, hä? Ja, mal gucken, wo das Raumschiff immer einen Zwischenhalt macht. Wer zum Geier ist das? Oh, schon wieder ein paar Vollidioten. Kein Schritt weiter. Das Gottier hat eine Nachricht für euch. Ich bin bald ein Sith. Zeigt etwas Respekt, oder ich zertrümmere euer Gesicht. Seid still, unbedeutender Wurm. Die Nachricht lautet, ihr werdet nicht nach Drom und Kars reisen. Alles, was ihr hier getan habt, jeder, mit dem ihr zu tun hattet, einschließlich Lord Zesh, ist unbedeutend. Das Gottier hat hier überall Augen und Ohren. Er weiß, was eure Meisterin im Schilde führt und ist nicht gerade erfreut darüber. Auf Korriban genießt Lord Zesh vielleicht einen gewissen Freiraum, aber auf Drom und Kars sieht das anders aus. Ihr versteht also, dass ihr sterben müsst. Cam, was macht ihr gleich wieder mit Machtanwendern? Gibai Iswis Amanhangujins. Orthosin, ist das ein Dashord? Vielleicht ist das doch keine gute Idee. Feigling, kämpf du Narr! Wieso versuchen es die Leute immer wieder? Jimunja.
Schöne Blitze auf dem Boden. So, was kriegen wir denn hier Schönes? Das Short-Anpassung. 1, 2, 3. Gucken, wie die aussieht. Einmal rot, einmal schwarz. So, richtig schwarz. Was zur Hölle? Und grün. Sieht aus wie vergammelt. Ach nee. Schwarz ist anscheinend nur Anzeigebug. Ja, sehr geil. Lieber rot oder lieber bunt? Ich nehme bunt. Sieht besser aus. So. Erstmal kurz den da Short an umziehen. Plöpp. Geil. Hast du sowas nicht gekriegt? Ach nee, kriegst du ja jetzt erst. Gut. Das Laserschwert. Kann ich meine Zwiebel also auch färben? Eine Modifikation. Sollten wir ja auch noch drüber sprechen, wie das funktioniert. Aber erstmal lassen wir deinen Meister nicht länger warten, würde ich vorschlagen. Alles klar, dann folge mich. Ich folge dich. Ja, an der Tür. Ich stehe voll und ganz hinter dich. Ihr Mörder! Mein Vater war ein treuer Traditionalist und er war besonders streng mit mir. Aber wir sind eine Familie. Dachtet ihr, ihr würdet mit dem Mord an ihm durchkommen? Die Konsequenzen. Du stehst bei mir nackt da. Dann gebt ihr es also zu. Ihr habt ihn getötet. Woher sollte ich sonst seinen Ring haben? Alter, zieh dir was an! Ich werde diesen Ring von eurem rauchenden Leichnam reißen! Euer Ring kommt zur Sammlung. Ihr werdet den Tag bereuen, an dem ihr ihm das Leben nahm. Angriff! Wird nackt davon drei Leuten mit Schwertern bedroht. Oh, wie geil. Bin Männernippel, ja? Aber voll. Hat dich der Aufenthalt bei Dark Slash so verwirrt? Ah, ich sehe schon, falscher Meister. Ja. Du hast nicht nur die Kooperation der Twi'lek erlangt, sondern auch deine Aufgabe erfüllt und das alte Lichtschwert gefunden. Vemrin war nicht in meinem Gemach, wie ich es befohlen hatte. Ich gehe davon aus, dass er dich aufhalten und die alte Waffe für sich haben wollte. So ist es. Sollen die Bestien im Grab seine Leiche fressen? Bravo. Du hast wirklich die Möglichkeit, einer der besten Sith in der Galaxis zu werden. Deine Prüfungen sind vorüber. Du bist jetzt mein Schüler. Das hat lange genug gedauert. Achte auf deinen Ton, junger Anwärter. Das alles ist nur der Anfang. Mit dir als meiner rechten Hand werden wir den Feinden des Imperiums Angst einflößen. Ich muss mich mit dem Imperator treffen und ihm von deinen Fortschritten berichten. Mit diesem fairen Ticket kommst du nach Dromund Kaas. Triff mich dort in der Zitadelle. Richte dem Imperator meine Grüße aus. Ich bin sicher, er wird sich sehr darüber freuen. Betrachte die Twi'lek-Sklavin als mein Geschenk. Tu mit ihr, was du willst. Geil. Wenn sie nützlich Geile ist, Sache. Kannst du sie auch nach Dromund Kaas mitnehmen. Brauchst Frau Doppel-D also nicht mehr, hast deine eigene. Okay. So, kann ich mir die Anpassung irgendwie anschauen? Ja, Steuerung Linksklick, glaube ich. Müsste es sein. Da hast du eine Vorschau. Und wenn es so ganz schwarz ist, dann musst du mal das Fenster zumachen und dann nochmal draufklicken, dann. Das spinnt manchmal ein bisschen. Wie fährst du zumachen? Ja, also wenn die so ganz schwarz wird, ohne dass es was anzeigt. Gar nicht an, also noch nicht schwarz. Steuerung Linksklick auf die Dings? Ja. Dann ist Steuerung Rechtsklick. Ey, hier steht auch Steuerung Linksklick für Vorschau. Nee, gedrückt halten Steuerung, ne? Das bist du dir bewusst. Ah, ist klar, okay. Ach, das doch. Ich dachte, das war klar. Ah, okay. Noch eine farbliche Anpassung? Fällt das gerade so aus, als wäre. Mir fällt das gerade auf. Meiner sieht aus, als wäre ein Farbtop gefallen. Der hat nur 2 Zehen.
Was nehme ich denn mal? So, das passt. Ja, dann zieh sie mal um. Achso, umziehen, du musst jetzt C drücken. Und dann hast du unten so einen Reiter Gefährte. Jo, und dann kann ich... Und dann musst du es einfach im Inventar rechtsklick drauf machen. Gelb. Echt jetzt? Gelb-grün. Ich wollte nicht rot. Ja. Warum nicht rot? Na, das ist ja eine Netze, da passt rot nicht ganz. Hätte sie blau gelassen. Es ist eine nette Fette. Und eine fette Nette, das geht auch. Gut. Immer diese schlechten Wortwitze, hey, wir kommen da aber auch nicht drüber weg. Ganz schlimm. Mm. So. Niveau des Let's Plays sinkt rapide. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer Vorstellung. Es sinkt heute für Sie das Niveau. Gut. Ich wäre dafür, wir gehen nochmal ganz kurz beim Ausbilder vorbei, also beim Lehrer. Holen uns nochmal unsere neuen Teile ab. Wieso bist du schon 13? Du Arsch. So, immer noch 12? Ja, immer noch. Endlich ein wunderschütterlicher Gleiternavigation. Yay. Und wiederbeleben. Hinfort. Da freut ihr euch. Ich brauche einen anderen, ne? Ach nee, wieder aufleben. Ja, du musst mal kurz, deiner steht glaube ich hier drüben. Ja, hier gibt's Seite. Quergänge. Nee, die gibt's bei mir nicht. Mit Karten habe ich's nicht, oder? Ist das schneller damit als du? Gerade runtergesprungen? Oh. Du hast mich verwirrt. Gut. Meine ganzen neuen Skills jetzt hin. Ach hier. Leiternavigation. Erdrückende Dunkelheit. Achso, ja, ne? Unerschütterlicher Wille. Den brauchen wir häufiger mal. Das ist, um Stunts aufzuheben. Das ist ein kleiner Dot. Immer schön. Und noch was zum Heilen. Schönes Ding. Schönes Ding, du. Haben wir ja was zum Verkaufen? Nee, ne? Kaputter Suchtruide. gut. Na dann, würde ich sagen... Ach, okay, ja. Schon, oder? Wir haben... Hast du auch die Quest gekriegt? Gegenstandsmodifikation? Ja. Cool. Da muss ich dir nämlich nicht erklären, wie es geht. Selbsterklärend. Cool sowas. Müssen wir mal kurz raus und die Modifikationsstation anklicken. Die braucht man aber jetzt mittlerweile nicht mehr, um das zu machen. Das wurde in einem der letzten Updates rausgenommen. Man kann das jetzt freihand im Jonglieren, während man gerade mit einem Fuß auf seinem Raumschiff steht, machen. Hier ist die schöne Modifikationsstation. Einfach mal links daneben das Wissensobjekt anklicken. So. Annehmen. Gibt noch ein Modifikationsteil. Coole Sache. Also, kurz Zusammenfassung, da ich jetzt keinen Bock habe, das Codex-Objekt aufzumachen. Modifikation. Also... Alles aus der Reihe der Modifikationen. Da gibt es Modifikationen, Verbesserungen und tausend andere Sachen. Kann man seinen Waffen hinzufügen oder seiner Rüstung oder so ziemlich allem, was man als Equip-Teil anziehen kann. Es verstärkt logischerweise das entsprechende Equip-Teil und ja, sorgt dafür, dass man etwas mehr austeilen bzw. einstecken kann. Also theoretisch legt man das mit rein und klatscht da diverse... Und klatsch da rein, was du lustig bist. Genau. Das ist der Plan. Hinter der ganzen Sache. So. Da ich ja auch Schaden mache, im Moment zumindest, oder es zumindest versuche, werde ich das natürlich auch in mein Laserschwert reinklopfen. Reinpressen mit Gewalt. So, dann haben wir ein etwas verbessertes Laserschwert. Ist immer schön sowas.
Ich brauche bei Gelegenheit noch einen anderen Farbkristall, weil das Rot wird auf Dauer langweilig. Super. Ah, ich habe einen Farbkristall, der ist grün, den will ich nicht. Bleib ich lieber rot. Mhm. So, hier womit haben wir gleich noch einen Händler nebenbei stehen. Zeug loswerden hier. So, was hat er denn so schön? Sortieren nach Qualität. Andersrum. Der hat ein paar Stiefel, die wesentlich besser sind als das, was ich anhab. Ist gekauft. So, ich muss natürlich das Ganze auch speichern. Ja. Nicht einfach rausgehen. Jederzeit wiederkommen. Ja, das war nicht schlecht. So. Ja, noch ein paar ein besseres Stiefel Angebot angezogen. Findet ihr nirgends. Was brauchen wir denn sonst noch so? Relikte kriegen wir jetzt noch nicht. Implantat und Ohr. Also ich hoffe, der hat so auch schon Ohren, aber... Ich habe die beste Ausrüstung und die besten Preise. Wollt ihr euch die Munition ansehen? Glitzerpulver. Für das Imperium. Wolltest du nicht schon immer mal glitzern? Ganz sicher. Ich kann dich zum Glitzern bringen. Seht ihr etwas, das euch zusagt? Beehrt uns bald wieder. Offhand oder sowas, das war jetzt meine Hoffnung. Wollt ihr euch die Munition ansehen? Für das Imperium. Komm, bleib hier. Glitzer. Oh, so fabulös. Bitch, I'm fabulous. Das hätte eigentlich ich gebraucht, mit meinem stylischen Diadem und meinen Tanzhosen. Das Diadem hab ich auch. Ja, aber bei mir sieht's stylischer aus, weil ich noch lange Haare dazu hab. Du hast ja dann noch so komische andere Dinge im Gesicht. Meinst du, die kleinen Hörnchen? Also Hörnchen, Tentakeln, wie auch immer. So Davy Jones für Arme oder so, keine Ahnung. So, na dann, auf geht's runter von der staubigen Welt hier. Auf die nächste staubige Welt. So, erstmal sollen wir uns ja zur Flotte begeben. Ich hoffe, da gibt's ein kühles Bier. Cool. Ich guck nach hinten und mein Kimwald dreht sich manchmal sogar um. Und deine backt sich da hinten irgendwie durch die Kante. Oh mein Gott. Und hier gab's doch, hier gab's auch noch irgendwo ein... Hier! Ha! Ich wusste, hier war irgendwo eins. Ich glaube, das habe ich sogar schon angeklickt. Ja, ihr habt keinen Zugriff mehr auf diese Starter-Con. Irgendwann finde ich mit dem Chat auch nochmal eins, was ich noch nicht angeklickt habe. Ich sehe gerade, ich bin übrigens auch Stufe 13. Ausdauer plus 2. Na da, immerhin etwas. So. Lord Solens. Warte mal kurz, ich muss mal kurz was gucken, bevor wir die Welt verlassen, weil wir das jetzt ja eigentlich theoretisch einen Erfolg kriegen müssen. Data Crunch. Korriban. Hast doch beide. Hm, wer weiß. Ja, gut. Dann klicken wir mal die schöne Tür an und auf zur imperialen Flotte. Bei der Beschleunigung sind drin die Knochen noch heile. Das ist echt der Wahnsinn. So. Ja, nicht? Komm auf der Imperial Flotte. Hier gibt's nichts, was es nicht gibt. Jo. Ich habe einen Erfahrungsschub erhalten, einen neuen. Du auch. Coole Sache. So, kommen wir jetzt. Ach, da. Hier runter wollte ich fragen. Kommst du? Ich hab kurz mal geguckt, was ich bekomme. Ich bin schon unterwegs. Hauptebene. Plump.
erstmal den wichtigsten Ort auf der ganzen Flotte ansteuern. Wo ist die Bar? Ab in die Bar. Man muss Prioritäten setzen. So. Kann ich mich hier nicht hinsetzen? Schweinerei. Kemval hat eine Quest für mich. Ja, komm, komm, hier. Was? Wird getanzt, hier wird gesetzt. Wird getanzt, hier wird gesetzt. Aua. Das ist so scheiße, wieso kann ich mich hier nicht hinsetzen? Och, weißt du was? Plöpp. Bumm. Wie machst du das? X ist das, heißt das Zauberwort. Barkeeper, bring mal ein Bier vorbei. Überragend. So, Leute, das ist kein purer Zufall, dass wir hier sind. An dieser Stelle erstmal müssen wir erstmal einen kleinen Schlusspunkt ziehen. Wir sehen uns wieder, hören uns wieder beim nächsten Mal in der nächsten Aufnahmesession. Bis dahin, einen wunderschönen Abend noch.